Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für viele von uns fangen in den nächsten Tagen die grossen Ferien an. Und lange nicht alle reisen ins Ausland. Auch die Schweiz hat ja bekanntlich einiges an touristischen Glanzlichtern zu bieten. Besonders günstig zum Reisen kommen Sie übrigens, wenn Sie Rekaschecks beziehen. Grüezi, ich hätte gerne für 500 Franken Rekascheck. Ja, gern. Darf ich noch eine Co-Profit-Karte haben? Ja, bitte. Rekascheck, die auf zahlreichen Transportmittel und in über 2000 Hotel und Restaurants wie Bargeld entgegengenommen werden, können Sie bei uns in den grösseren Läden am Kiosk kaufen. Mit der Co-Profit-Karte und mit 4% Rabatt. Für die ganze Familie sparen Sie auf diese Art ein ganzes Netzsümmli, das Sie in den Ferien sicher auch sonst gut brauchen können. Seit dem 1. Mai haben die Rekascheck übrigens ein neues Gesicht bekommen und sind durch mehrere Sicherheitsmarken vor Fälschungen geschützt. Die alten Scheck müssen Sie aber vorläufig noch nicht umtauschen. Die sind noch mehr als 4 Jahre gültig. Auch mit all diesen Vorteilen brauchen Sie selber keine Rekascheck. Kaufen Sie es trotzdem zum Verschenken. Wir kommen zum nächsten Thema, zum Coop Frischmärt. Da steht heute ein besonders interessantes Gemüse im Mittelpunkt, Peperoni. Peperoni sind eine erstklassige Vitaminquelle. Schon 100 Gramm decken den doppelten Bedarf an Vitamin C. Die meisten Peperoni bleiben grün, andere wechseln die Farbe je nach Reifegrad und werden gel und nachher rot. Besonders mild im Geschmack sind die gelben. Dafür enthalten die roten reichlich Beta-Carotin und alle Sorten sind gute Nahrungsfaserlieferanten. Und wie vielseitig das gesunde Gemüse kann zubereitet werden, das sagt Ihnen jetzt unser Studiogast, der Armin Amrain. Man kann sie roh als Salat, gedämpft und gefüllt oder in Essig eingelegt servieren. Grüezi miteinander. Welche Variante kommt heute zum Zug? Nochmal eine andere, nämlich Peperoni als Teil des Belags auf lustige Herdöpfelküchli. Aus dem Fertigkuchenteig Rondellen ausstechen, die eingefetteten Förmchen damit belecken und ziemlich dicht einstechen. Für einen Belag schwölte auskühlen, schälen und in Würfel schneiden, wie ich es hier schon gemacht habe. Anke warm werden, gehackte Zwiebeln und klein gewürfelte rote und gelbe Peperoni drin andämpfen, mit Salz und Pfeffer würzen, Weiss wieder zugeben, dann ca. 10 Minuten zudeckt leicht köcherle. Teigbödeli während einer Viertelstunde in der unteren Hälfte vom vorgeheizten Ofen vorbacken. Mit den Zwiebeln Peperonimasse füllen. Die Herdöpfelwürfel oben drauf geben und eine Meerrettichrahmmischung drüber verteilen. Alles mit geriebenem Sprienz bestreuen. Dann nochmal 10 Minuten fertig backen. Das mal in der oberen Hälfte vom Ofen und mit einem gemischten Salat servieren. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Weitere Rezepte mit Peperoni finden Sie übrigens auch im Buch «Die vegetarische Küche» von Betty Bossi, wo Sie mit dem Coupon aus der Beilage der Coop-Zeitung dieser Woche bestellen können. Kein Coop-Studio ohne den Hinweis auf ein paar besonders interessante Aktionen. Peperoni aus dem Coop Frischmärz sind zurzeit natürlich besonders günstig. Im Netz an 500 Gramm kostet es 1,90. Granny Smith-Äpfel aus Südafrika kommen Sie über für 2,20. Und Palmolive Sensitive Skin im Duopack ist 3 Franken günstiger. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Goldstar Vanille Rahmglasse zum halben Preis, denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus – vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Benutzen Sie die warmen Tage und das schöne Wetter zum Reisen und denken Sie an die Rekascheck. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.